So, Mahlzeit, Freunde. Ja, kurz. Das wird jetzt ein Kurzvideo. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, ich muss irgendwie gerade über eine Schraube gefahren sein. Nämlich gerade gemerkt beim Lenken, dass es sich irgendwie ziemlich schwer angefühlt hat. Guck so, sehe so Reifenblatt. Ja, scheiße. Ja, hab da ein bisschen näher geguckt und hab festgestellt, da ist tatsächlich eine Schraube im Reifen. Jetzt habe ich gerade mal eben Luft nachgefüllt. Das waren jetzt irgendwie 0,6 Bar, die jetzt noch drauf waren. Ja, habe ich jetzt erstmal wieder aufgepumpt auf 2 Bar und wir fahren jetzt einmal zum Reifenreparaturnotdienst und reparieren diesen Reifen einmal fix, weil das ist eine Schraube mitten in der Lauffläche. Von daher ist das kein Problem. Dort können wir auf jeden Fall reparieren. Das ist einfach nur ein ganz normaler, keine Ahnung, so ein komischer Streifen, der wird da reingedrückt und dann versiegelt und der verschweißt sich dann von alleine. Dauert im Normalfall keine 5 Minuten, so eine Reparatur. Ich hoffe, wir kriegen das hin mit montiertem Reifen, also mit montiertem Rad auch. Deswegen muss ich davor auf jeden Fall nochmal die Luft kontrollieren, weil da sollte auf jeden Fall Luft drauf sein, wenn wir die Schraube rausdrehen, um dann halt schnell dann das Ding da wieder reinzustecken. Ja, es war natürlich ziemlich blöd gerade einfach. Könnte natürlich jetzt auch noch bis morgen warten, aber ach, ich bin gerade eh unterwegs und bin gerade in der Nähe auch. Von daher dachte ich mir, fahren wir jetzt einfach mal direkt dahin. Haben wir ein schönes Video, kann ich euch das einmal zeigen, wie das funktioniert. Ne, das ist so ein Reifenreparatursatz, den kriegt man ganz günstig im Normalfall auf Amazon. Ich habe leider keinen mehr da, den letzten, den ich hatte, der ist hart geworden. Da habe ich mir damals schon einen abgekämpft bei einer Schraube im Reifen und habe den dann komplett weggeschmissen. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt zum Kollegen, der hat so einen Satz da, da kann ich das mal eben machen. Der hat auch zufällig Zeit. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Das ist jetzt nämlich noch ein paar Minuten, brauche ich jetzt noch. Aber dann würde ich sagen, sobald wir vor Ort sind, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ich nehme gar nicht auf, merke ich gerade. So Leute, wir sind da. Hallo. Ja, der Schrauber in der Not. Wo ist denn dein Gummi? Also der Reifen jetzt. Ist das am Auto dran? Ja. Gut, dann müssen wir das Set holen. Komm mal, ist ein Problem. Wir laufen mittig durch die Straße. Ja, also der Schrauber, der holt jetzt eben sein Set. Passt du so lange auf dein Auto auf? Ich passe auf das Auto jetzt so lange auf. Ich bereite schon mal ein bisschen was vor. So, ich stelle euch mal auf ein Stativ. Ist, glaube ich, viel einfacher. Da muss ich ein bisschen Licht anmachen. Und ja, ich muss eben kurz umswitchen. Also, jetzt sind wir uns nicht ganz einig, wer eigentlich reden soll. Ne? Komm, wir reden einfach beide. Komm, so. Wir reden einfach beide und gucken, was wir hier alles richtig machen können. Für alle, die meine anderen Videos noch nicht gesehen haben, Repsatz. Hier neue Schmui-Ui habe ich mir dazu gekauft. Hier sind etliche von diesen komischen Pads und Durchstechdorn und so das ganze Zeugs. Wir müssen natürlich ein bisschen reinbohren, ne? Ja. So, du holst dann den Nagel. Ich zieh erstmal den Nagel hier raus, ne? Genau. Hast du die Halle mit den Reifen gefickt? Hör mir auf, ey. Ich war die ganze Zeit ganz Tag unterwegs heute. Und dann bringe ich meinen Anhänger weg und auf dem Rückweg auf einmal. Aber nebenbei bemerkt, die Zange ist die geilste. Das sind die für 49 Cent. Nein, das ist Bordwerkzeug. Das Original BMW Bordwerkzeug. Okay, das ist schon mal geil. Bei VW hast du kein Bordwerkzeug, also auf jeden Fall keine Zange mit dabei. So, die Schraube, die schmeißen wir jetzt irgendwo hin, damit der nächste damit reinfährt, ne? Ja, ja, wir wollen ja noch ein paar Reifenvideos machen. Das ganze, ach so, jetzt habe ich total vergessen. Dann lassen wir drin. Schmui müssen wir auch noch nicht aufmachen. Warte mal. Voll unvorbereitet wie immer, aber dafür sind die Sätze ja gut. Ne? Unvorbereitet, einfach fertig machen. Das Einzige, was du machen musst, ist irgendwie gleich noch Luft draufschmeißen. So, also wir ziehen Streifen ab, zack. Wird jetzt so durchgeschoben. Ja. Ja, in so einem Fall wie heute, wo fährst du denn sonst hin? Ja, gar nirgendwo. Da ist die Hacke dabei. Ja, genau. Da fährst du nämlich nirgendwo hin. Da kannst du deine Karre irgendwo stehen lassen. Morgen ist Sonntag. Also Sonntag ist dann morgen. Genau, der richtige Moment. Feierabend und Nagel im Reifen. So, jetzt sauen wir uns mal ein bisschen ein. Normalerweise saue ich den Reifen auch gerne mit ein, damit das viel besser, geschmeidiger da reingeht.
Das habe ich mir übrigens nachgekauft, das Zeug. Weil hier drin, du wirst es nicht glauben, ist eine Tube mit 10 Gramm, wenn du das Original kaufst. Hast aber 50 von solchen Dingern, weißt du? 50 solche ja, Reifen. Ja, nee, das macht ja keinen Sinn. Nee, ich kenne das ja auch. Da kommst du ja gar nicht mit weit irgendwo. Ja, ja. So, mal gucken, wer hier von uns beiden gleich mehr nass gespritzt wird. Ich oder du. Ja. So, ich habe mir natürlich beim Kargraf abgeguckt, wie man das richtig macht. Boah, warte, ich brauche ein bisschen mehr Kraft. Ja, drück du mal. So, schön drücken. Leicht. Oh. Alter Schwede. Boah. Das Ding macht mich wahnsinnig. Es geht einfach nicht rein. Nur ein bisschen mehr von der Schmutz da rein. Guck mal, und dann flupt das auch schon. Dann flupt das. Geht, sehr gut. Ja, ja. Das ist immer wichtig, ey. Sobald das Ding Gummi berührt, ohne von diesem Kleber, dann ist das Problem. Bitte direkt fest. Ja, ja. So, dann. Ja. Noch weiter. Boah. Boah, jetzt ist er durch. So, hat der Kargraf gesagt, nämlich letztens. Drehen und ziehen. So. Also wie man es richtig macht. Ja, ja, so hat er gesagt, macht man das richtig. Ich habe es immer falsch gemacht, aber nie ist irgendwas passiert. Das sieht natürlich ein bisschen unsexy aus. Es fährt sich flach. Ja, fährt sich, man kann es natürlich auch abschneiden. Ne? Ja. Wichtig, trotzdem den Reifen im Auge behalten, ne? Ob du hier eine Beule kriegst, da, eigentlich vielleicht hier sogar. Und ob er trotzdem undicht ist. Also undicht ist er meiner Meinung nach auf keinen Fall. Das Zeug, das klebt wie Bombe hier am Gummi. Das ist jetzt schon verklebt. Naja, gut. Sauber. Sieht auf jeden Fall geil aus. Wir sind fertig. Oh, tiefer. Ach, die Schraube hast du jetzt freundlicherweise bei mir reingetan. Ja, warte. Jetzt kommt das Auto, ich schmeiß sie da drunter. Ja. Nein. Hi. Ja, sauber. Geile Sache. Mega. Ja, super. Hat doch alles geil funktioniert. Aber es stinkt, aber die Nachbarin ist gerade rausgefahren. Riechst du den Frostschutz? Ja, ist richtig wie ein Frostschutz. Ja, das bin ich bestimmt. Der kühle Ausgleichsbehälter ist ein bisschen undicht. Echt? Ja. Ist am Video zu bald? Ja, ich hoffe. Warte, du kannst mal deine Kamera, damit man dich auch sieht. Dann guck mal, hier ein bisschen hier drehen, ne? Ja, genau. Dreh mal so ein bisschen. Ja, Ausgleichsbehälter. Machst du noch was oder hast du keinen Bock auf das Auto? Ja, nee, muss ja gemacht werden. Also was ich gesehen habe, ist, der Ausgleichsbehälter ist auf jeden Fall undicht. Und ich glaube, die Wasserpumpe. Ich habe ja das Thermostat getauscht, da war ja jetzt alles soweit in Ordnung. Aber die Wasserpumpe ist, glaube ich, undicht, weil du hast unten am Motor geht die Aufnahme vom Motorhalter entlang und da steht halt Kühlmittel drin. Oh. Die ganze Zeit. Also ist immer nass. Ist immer nass. Ja. Aber bei dem Auto ist er ein 316 oder was? Ja. Das ist immer Kühlmittelpumpe, Thermostat, ja, und Ausgleichbehälter, das sind Standard. Standard. Ja, da kann ich wirklich nur raten, wenn euch ein BMW kauft aus der Baureihe E46, E39, E36, was auch immer, alles, was mit Kühlung zu tun hat, neu machen. Also, das ist Krankheit. Immer im Arsch. Immer. Ja. Ja. Sauber. Nee. Ja, guck mal, das geht ja fix, ne? Das musst du nur ein bisschen Luft drauf machen, da ist ein bisschen was verloren. Ja, und, ist ja kein Problem. Ich verstehe nicht, warum du dieses Set noch nicht hast, ne? Ja, ich hatte das mal, aber irgendwie ist das abhanden gekommen. Dann waren auch die Dinger alle hart und so. Du hast die Dinger, die da drin sind, weggekaut, wa? Du dachtest, ja, das sind so leckere trockene Würstchen, ne? Mensch, die sind aber lecker. Schmecken auch komisch, aber halten lange. Nee, ja. Ja, aber das ist doch die Sache. Jetzt kaufe ich mir das und dann brauche ich das nie wieder. Dann trocknen die Dinger aus. Ja, ja, ja. So, weißt du? Ja, ja, das macht ja gar keinen Sinn. Was macht deine Batterie? Das Lustige ist, das funktioniert. Also jetzt schwingt er an. Ich bin jetzt die ganze Woche bin ich gefahren, ohne Probleme. Ja. Ich musste einmal noch überbrücken, das war am nächsten Tag noch gewesen. Ja. Aber sonst springt er jetzt an. Heute dreimal, viermal Kurzstrecke ohne Probleme. Ne? Angesprungen. Ich
denke, das hat irgendwas mit der Temperatur zu tun, weil wir jetzt seit 2, 3 Tagen hatten jetzt immer so knapp um die 10 Grad. Also Obwohl er nicht angesprungen ist, hatten wir unter 5 Grad. Jetzt fährst du im Bus da durch die Gegend quasi spazieren, ne? Ja. Für einen Notfall. Ja, den bringe ich dir noch vorbei. Ja, ne, aber ist auch wieder scheiße, weißt du? Ja. Da steht da mit der Karre und nach dem Einkaufen, Auto springt nicht an. Ne? Ja. Auf einmal, zu Hause springt er an, einkaufen gehen, zack, Auto springt an. Auf einmal springt er nicht an. Dann überbrückst du, fährst nach Hause, dann springt er wieder an, fährst irgendwo hin, springt er wieder nicht an. Ja. Machst aber einen Booster, der Überbrückungskabel, dann geht es sofort wieder. Ja, dann geht es sofort. Ja, ganz komisch. Ganz mega komisch. Scheiße. Ja. Ja, beobachten. Beobachten, ja. Und abwarten. Ne? Ja, ja. So ist das. Gut. Hätten wir es. Danke dir. Gerne. Na, warte, ich mach mal die Kamera so ein bisschen hoch. Ja, auch mal. Oh. Tut das nicht so weh. So. Ja. Würde ich sagen, danke dir nochmal. Ne? Gute Fahrt und. Ja, der Schrauber in der Not. Genau, Not ist wieder geholfen. Kenn ich von früher, Bereitschaftsdienst. Ja, Bereitschaftsdienst, weißt du? Ne? Ja, ja. Nur unterwegs gewesen. Und meistens Reifen. Meistens war es Freitag oder Anfang der Ferien. Das ist normal. Die Leute kommen vom Job, Karre vollpacken, ab auf die Bahn, boom, Reifenplatzer, 200 Kilometer. Weißt du? Und ich hier am Hagener Kreuz, da war ich nur unterwegs. Nur die Reifen gewechselt. Ja, 1 A45, ne? Das ist der richtig, Wahnsinn. Ja, ja, richtig was los. Ja. Jetzt kommen die Kunden zu dir hier. Ja. Notdienst. Gut, ich hau aber ab, weil ich muss jetzt auch los. Ja. Genau, ich muss nämlich jetzt noch zum Kumpel. Super. Ich muss mich so ein bisschen entspannen. Also ich muss alles vergessen, was war. Ja. Quasi Alkohol trinken. Alles klar, wir sehen uns. Danke dir. Ciao. Ne? So Leute, das war's schon. Also, im Dunkeln ist natürlich ungeil, aber es passiert ja immer, wenn man es am allerwenigsten gebrauchen kann. Aber Schrauber hat mir super geil geholfen. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war eine sehr, sehr coole, schnelle Reparatur. Kann theoretisch jeder selber machen. Ist natürlich die Frage, ob man sich so ein Set für zu Hause selber bestellt oder nicht. Keine Ahnung. Müsst ihr selber entscheiden. Aber wie gesagt, gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.